Moin, moin, Freunde. Es geht weiter. Eine kleine Kleinigkeit, um euch den Tag ein bisschen zu versüßen. Ich befinde mich mittlerweile im Kapitel 2 der Kampagnen. Erste Mission. Da sind wir auf uns gestellt und müssen Flugzeuge bauen. Materialien von A nach B schaffen, dass Flugzeuge gebaut werden können, sodass wir dann damit die Welt begeistern können. Wir befinden uns hier gerade in Paris. Mitten in der Mission schon. Und jetzt kam eine Bonusaufgabe auf uns zu, die besagt, dass wir die Ersten sein wollen, die den Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien mit einem Flugzeug überqueren wollen. Aber wir haben Konkurrenz bekommen, denn Mr. Latham, das ist quasi auch jemand, der Flugzeuge gebaut hat damals, dieser Herr macht schon Probeflüge, Testflüge und könnte vor uns der erste Mensch sein, quasi, der den Ärmelkanal mit einem Flugzeug überquert. Wir sind noch gar nicht so weit. Wir müssen noch Bretter zu unserer Flugzeugwerkstatt bringen, damit unser Flugzeug leichter wird, damit wir schneller hochkommen, weiter fliegen können und. Habe ich geschafft. Bretter sind da. Jetzt ist es noch dran, dass ich Treibstoff nach Calais bringen muss, weil von dort aus wird der Ärmelkanal überflogen. Und während wir die ganze Zeit unsere Bahnhöfe bauen, unsere Linien setzen und versuchen, alles von A nach B zu bekommen, sodass wir dann am Ende eventuell der Erste sind, der mit dem Flugzeug den Ärmelkanal überfliegt, macht der Herr Latham hier an dem Flugplatz weiter seine Testflüge. So, und unser guter Erzähler hat uns natürlich den Tipp gegeben, wir sollten auf Wunder hoffen oder eben mal nachhelfen. Ja, Wunder geschehen ja vielleicht nicht immer nur von alleine. Bedeutet, in der ganzen Zeit, wo wir unsere Sachen bauen, haben wir nebenbei als Bonusaufgabe ein Minigame. Das Minigame besagt, beobachte, wann Latham am weitesten vom Flugplatz entfernt ist, sabotiere das Flugzeug, damit Latham mehr Probeflüge durchführen muss. Okay. Dachte ich mir, easy. Ist ein Klacks, kann ich machen, was ich will. Habe ich mir das Ganze angeguckt, habe gewartet, bis er gelandet ist. Hab dann hier, der Button ist hier so ein bisschen versteckt, man kann das leider nicht größer machen. Der Sabotieren-Button ist denn hier in der Aufgabenbeschreibung mit drin. Hab gewartet, bis er dann hier durchgerollt ist. Hab geklickt. Und auf einmal waren anstatt eine Anzahl von Flügen 4 da. Ich dachte, ich soll ihn sabotieren und das hilft mir. Haha. Richtig gedacht, falsch gemacht. Weil, solange wie er sich am Boden befindet, oder schon im Anflug ist, oder kurz nach dem Start, zählt oder funktioniert die Sabotage nicht und wir bekommen sozusagen Minuspunkte. Bedeutet, wir müssen jetzt warten, bis er abgehoben ist. Er fliegt immer die gleiche Strecke. Er hebt ab, dreht hier hinten eine Rechtsschleife oder Kurve, ich weiß nicht genau, wie man es bezeichnet. Und das hier, ab hier so ungefähr, ist es dann die richtige Distanz, wo man ihn sabotieren kann. Und wenn das stimmt, dann ist er jetzt im Versuch 9 seiner Probeflüge. Sofern wir ihn dann sabotieren, ist er immer noch im Versuch 8. Und das müssen wir die ganze Zeit im Auge behalten. Also wir müssen unsere Strecken bauen, gucken, dass wir alles von A nach B schaffen und nebenbei das Minigame gewinnen. Sodass wir am Ende der Erste sind. Denn wir wollen ja schließlich alle diese Bonusaufgabe schaffen. Es wäre ja mehr als unschön, wenn wir diese eine Aufgabe nur wegen Vernachlässigung und Unaufmerksamkeit nicht geschafft haben. So, hier seht ihr, Latham ist abgehoben. Er fliegt. Da kommt seine Rechtskurve. Und dann, wenn er ungefähr hier ist, drückt ihr auf Sabotieren. Zack. Er ist wieder im achten Versuch. Wenn er die 15 erreicht hat, haben wir die Bonusaufgabe verloren. So. Das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr das nicht vergesst, wenn ihr hier seid. Ich finde es ganz wichtig, wenn man alle Bonusaufgaben der drei Kampagnenkapitel erledigen möchte. Also, von mir aus, viel Glück, passt gut auf.
Wir sehen uns im nächsten Video und viel Spaß noch mit Transport Fever 2. Bis dann.